Die PSE, psychosomatische Energetik, vereinigt in sich drei Begriffe. Die Psyche, also das Seelische, Soma, der Körper und als dritte wichtige Komponente die Energetik oder Lebensenergie. Als ich einen Artikel gelesen habe über die psychosomatische Energetik, hat mich das Thema sehr fasziniert, weil es mir ein im wahrsten Sinne ganzheitsmedizinisches Verfahren als solches hat erscheinen lassen. Und das steckt ja bereits in dem Wort Psyche, die Seele, Soma, der Körper. Und in der psychosomatischen Energetik kommt eine dritte Komponente zum Tragen. Und das ist die Energetik oder feinstoffliche Energie oder Lebensenergie. Diese Lebensenergie, über die wissen wir schon seit vielen tausend Jahren Bescheid. Das Wissen darüber kommt also aus der traditionellen chinesischen Medizin, der Yoga-Lehre, auch aus der Homöopathie und Kinesiologie. Und es scheint mir aus meiner Erfahrung der letzten 20 Jahre so zu sein, dass diese Lebensenergie einen sehr wichtigen Bestandteil ausmacht unseres Gesundseins und Wohlbefindens. Wie kann man mit dieser Lebensenergie arbeiten? Die Akupunktur tut das ja schon, auch die anderen Verfahren. Entscheidend war bei der Entwicklung der psychosomatischen Energetik, dass man jetzt ein Testgerät hat, mit dessen Hilfe man diesen Energielevel des kranken Patienten bestimmen kann. Wir testen den Patienten mit Hilfe des Gerätes und können über seine vitale Kraft, über seine emotionale Belastbarkeit eine Aussage treffen. Wir testen das in Prozentwerten. Idealerweise sollte der gesunde, sich gut befindende Patient Werte von 100% haben. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass kranke Menschen einen niedrigen Energielevel haben. Mit kranken Menschen meine ich Menschen, die durchaus körperliche Beschwerden haben, die schulmedizinisch nachgewiesen sind. Ich meine aber, und das war eigentlich auch mein Weg in die komplementärmedizinischen Verfahren, viele Patienten, die leiden, die Beschwerden haben körperlicher Art, für die aber keine Ursache gefunden wird. Und die dritte Gruppe sind die Patienten mit den psychischen Leiden, allen voran Angststörungen, depressive Verstimmungen. Und alle diese Patienten zeigen niedrige Energielevel. Das heißt, die Testung dieses Energielevels vermittelt uns sozusagen ein Spiegelbild der Befindlichkeit des Patienten. Wie vital ist er und wie emotional belastbar ist er? Wenn man in der Lage ist, diesen Energielevel zu harmonisieren, die Lebensenergieaufnahme zu verbessern, dann geht das bei den Patienten mit einer deutlichen Besserung ihrer Beschwerden einher. Das heißt, die körperlichen Beschwerden sind gebessert, bisweilen auch geheilt. Ebenso steigt bei Patienten mit Angststörungen oder depressiven Verstimmungen der emotionale Level und sie fühlen sich eben auch besser. Die Angststörungen verschwinden, bei den Depressiven ist die Stimmung wieder gehoben, sie sind ihrem Alltag wieder viel besser gewachsen. Wir ermitteln also mithilfe des Testverfahrens, wie geht es unserem Patienten. Das ist übrigens etwas, was von Patienten sehr gerne angenommen wird, weil gerade bei psychischen Leiden Patienten sich sehr oft unverstanden fühlen. Ja? Es ist nichts, was man sieht. Es ist nichts, was man festmachen kann. Und sie stoßen oft mit ihren Problemen auf Unverständnis. Und diese Diagnostikmethode zeigt aber, dass tatsächlich etwas nicht in Ordnung ist. Hinter diesem Problem, das Patienten zeigen, steckt etwas, was wir als Energieblockaden bezeichnen. Diese Energieblockaden haben wiederum auch eine Ursache.
Diese Energieblockaden verhindern den Fluss der Energie. Das Ganze ist ja kein statisches Gebilde, sondern etwas, was im Fluss ist. Wir nehmen sie auf, wir verteilen die Energie. Und die Energieblockaden verhindern das. Die Ursache der Energieblockade liegt auf einer tief innerseelischen Ebene. Und hat zu tun mit alten seelischen Verletzungen, die im Verborgenen liegen, die verdrängt worden sind und die Energie binden. Tatsächlich ist es so, dass wir mit Hilfe bestimmter Testampullen diese Konflikte ermitteln können. Und mit sehr speziellen, komplex homöopathischen Mitteln lösen können. Dabei gilt es ganz klar zu verstehen, dass wir Konflikte, die der Mensch, der Patient erlebt hat, nicht ungeschehen machen können. Aber das Entscheidende ist, dass sie Lebensenergie binden. Und wenn diese Lebensenergie wieder in Fluss kommt, wenn wir sozusagen die im Konflikt gespeicherte Energie wieder mobil machen können, dann geht das einher mit einer nach und nach besseren Befindlichkeit des Patienten. Meine Erfahrung aus den letzten 20 Jahren Arbeit mit der PSE hat mir gezeigt, dass an Gesundheit und Wohlbefinden, das ist die Definition der Weltgesundheitsorganisation, die Lebensenergie einen erheblichen Anteil hat.